Hallöchen, Lilly. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2 Dark Waters. Wir haben im letzten Part die böse Mara besiegt. Yeah, jetzt ist endlich wieder Frieden auf der Hohen See. Und wir möchten noch einmal mit unseren Crewmitgliedern sprechen. Nur das war ein großer Kampf und ich bin froh, dass wir noch leben. Mir geht es genauso. Nun bist du am Ziel deiner Reise. Reise nennst du das? Immerhin haben wir gerade die Welt gerettet. Schon, das ist ja auch gut. Jedoch habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Du redest von deinem Auri Kulki, nicht wahr? Gib mir alles, was du gesammelt hast. Okay, mein Auri Kulki. Du redest von deinem Auri Kulki. Richtig, das habe ich immer noch nicht. Dafür kannst du unsere Sprache heute besser als die meisten Piraten. Boah, wir werden es schon finden. Das ist Pech. Nimm doch irgendein goldenes Ding und bring es zu deinen Leuten. Na, wir werden es schon finden. Wir werden es noch finden. Finden? Das ist nicht das Problem. Ich habe mein Auri Kulki schon lange gefunden. Das ist ja großartig. Warum hast du mir nichts davon erzählt? Es ist unerreichbar für mich. Okay. Warum? Ich könnte es dir wegnehmen, ohne dass du es merkst. Doch das will ich nicht. Ich habe dein Auri Kulki. Aha, und warum nimmst du es dir dann nicht einfach? Na. Wir haben es. Ich habe dein Auri Kulki? Du bist mein Matar. Und deshalb darf ich es nicht einfach nehmen. Was ist es denn? Ein ganz persönlicher Gegenstand meines Matars und großen Vorbildes. Dein Hut. Mein was? Einst gehörte er Captain Stahlbart, einem der größten Piraten der Südsee. Okay. Heute ist es deiner. Oh Mann. Und du stehst ihm in nichts nach. Für mich ist der Hut das wertvollste Artefakt, das ich mir vorstellen kann. Okay. Es wäre mehr als eine Ehre für mich, wenn ich es eines Tages mein nennen dürfte. Und wie lange weißt du das jetzt schon? Das alles nur wegen dieses Dings? Sag das doch gleich. Hier ist dein Hut. Der Hut. Und wie lange weißt du das jetzt schon? Und wie lange weißt du das jetzt schon? Seit dem Tag, an dem wir mit dem Floß Takarigo erreichten, wusste ich, dass du eines Tages mein Auri Kulki bei dir tragen wirst. Ich wusste nur noch nicht, was es ist. Doch heute bin ich mir sicher. Oh. Na dann, nimm ihn dir. Sag das doch gleich. Hier ist der Hut. Du gibst ihn mir? Sicher? Einfach so? Na klar, du bist jetzt nicht mehr mein Peewee, Jaffa. Ab heute bist du ein erwachsener Gnom und darfst den Titel Matar tragen. Yippie, Grande Topola Famosa! Große Freude, mein großer Kapitän! Schon gut, Kleiner. Du hast es dir verdient, wirklich. Wann segeln wir zu meiner Insel? Noch heute? Wow, langsam. Das weiß ich noch nicht. Na gut, ich hoffe bald. Danke. Vielen Dank, Kapitän. Du bist mein bester Freund. Moi. Ach, ist das cool. Und ich hatte schon solche Sorge, dass wir die Quests nicht mehr beenden können. Aber ich glaube, das kriegen wir noch hin. Böse Frau. Kein gutes Voodoo. Sie ließ uns keine Wahl, als sie zu erledigen. Nein. Trotzdem wäre es besser gewesen, ihre Kräfte zu lernen, als sie zu vernichten. Du willst dich in einen Kraken verwandeln können? Nein. Mara hat keine Kampfkraft verschwendet, wo ihre Worte viel mehr erreichen konnten. Tatsächlich? Ja. Wie sie die Männer manipulieren konnte, war beeindruckend. Weißt du, das ist mir schon fast zu zivilisiert, was du da sagst. Ich lerne dazu. In der Tat. Das wiederum finde ich beeindruckend. Gut. Wir gehen jetzt besser. Oh, voll cool. Mann, ey. Das mit Jafar freut mich gerade wirklich, muss ich echt sagen. Oh, ein Hut. Mei, wie cool. Hi, Bones. Hartnäckiges Biest. Kreilt sich am Leben wie ein Rottwurm an seine Beute. Ja, sie hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Nun ist sie erledigt. Mhm. Und wir können hier wieder verschwinden. Wie geht's dir denn jetzt? Es ging mir nie besser. Dank deiner Hilfe haben diese fürchterlichen Visionen ein jähes Ende gefunden. Was tut man nicht alles für seine Crew? Ja, du bist ein guter Kapitän. Obwohl ich den einen oder anderen Verbesserungsvorschlag hätte. Ja, ich ahne, was jetzt kommt. Aber ich denke, du behältst es besser für dich. Na schön. Vielleicht später. Und wie geht es dir, Hawkins? Mann, oh Mann. Das war ja was. Ja, und jetzt ist Schluss. Ich hab die Schnauze voll. So wie ich dich einschätze, hält das nicht lange vor.
Ich wette, du steckst in ein paar Wochen wieder in irgendwelchen Schwierigkeiten. Das klingt ja richtig nett, wie du das sagst. Vielleicht sollte ich dich für diese Bemerkung Kiel holen lassen. Das würde auch nichts ändern. Kerle wie dich kenne ich. Du bist nicht zu Unrecht Stahlbarts Erbe. Der hatte auch immer ein Talent dafür, sich in Schwierigkeiten zu bringen. Wir werden sehen. Allerdings. Na Fisch, und wie geht's dir, Eldrick? Ich fürchte, wir werden uns in Zukunft daran gewöhnen müssen, mit der Bedrohung durch die Gargoyles zu leben. Aufhalten werden wir den Schwarm jedenfalls nicht mehr. So viel ist sicher. Das ist schlecht. Wo wäre er dann gewesen? Ich weiß nicht. Wir sind doch alle Inseln abgefahren. Und er hat nie gesagt, dass da irgendwo was ist. Wir ziehen auf jeden Fall unseren alten Hut wieder an. So. Tada! Fisch. Jo. Ich denke, sonst können wir so sein lassen, wollte ich sagen. Na, der gefällt mir schon recht gut. Der gefällt mir gut. Ja, das passt dazu. So. Mädels, Burschen. Mir reicht's jetzt nichts wie weg. Jaffa ist jetzt Matar, Grande Topolo Famosa. Das ist aber echt blöd. Ich fürchte, wir werden aufhalten werden. Ich krieg das mal weg, das finde ich gerade ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, wir könnten hier noch was holen. Aber das ist sicher nur Einbildung, oder? Ich habe mich ja hier überhaupt noch nicht umgeschaut, ehrlich gesagt. Können wir vielleicht noch ein paar Minuten opfern und uns hier ein bisschen umschauen. Wäre mir ganz recht. Ehrlich gesagt. La da 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 la di dam di da da da. Aber ich fürchte, dass hier nichts da sein tut. Aha, vielleicht doch. Was haben wir hier? Was haben wir denn da? Und was mir halt auch ein bisschen ein Rätsel ist, wo zum Henker sind die verbliebenen 4 Crewmitglieder? Das ist das, was ich auch nicht ganz begreife. Wer hätte sich uns noch anschließen können oder sollen? Das ist mir auch ein totales Rätsel. Oh, ich schaue mich noch ein bisschen um. Da drüben vielleicht noch. Oh, ruck. Hü-hüpf. Aber es scheint nichts zu sein, ne? Das sind einfach nur 4 solche komischen Dinger. Und mehr ist da scheinbar nicht. Ich hatte gehofft, dass wir noch eine Truhe oder so finden. Also eine, die ganz ist. Na, da ist auch nichts. Dann schaue ich noch auf die andere Seite rüber. Und wenn dann auch nichts ist, können wir uns sofort zum Schiffelein porten. Ich denke mal, dass es geht. Achso, wir haben keine Karte. Stimmt. Dann laufen wir halt zum Schiff. Aber kann man sagen, was man will? Bosskampftechnisch war das schon ein bisschen cool. Vor allem das mit dem Kraken und so. Aha. Das schaut ja wieder verdächtig aus. Wahrscheinlich auch nichts, nur Schutt und so, ne? Oh. Na gut, dann gehen wir heim. Dann reisen wir zur Insel der Diebe und geben Jafar wieder frei, sozusagen. Vielleicht möchte er trotzdem bei uns bleiben, aber auf jeden Fall lassen wir ihm mal, eine Axt, lassen wir mal sein Ulki da abgeben. Das sind noch ein paar Äxte, die ich vorliegen lassen. Upsi. Da war gleich auch noch eine. So, ist alles Geld. Ja. Aber das mit den Gargoyles verstehe ich nicht so ganz. Gibt es dann vielleicht doch noch eine Insel, die wir bereisen dürfen? Quasi der Hort dieser Biester? Weil Tempel der Stürme war ja... Was haben wir da? Ups, da war noch eine Flasche rum. Die habe ich natürlich gesehen. Die habe ich mit Absicht zurückgelassen als eiserne Reserve. Genau. Patty, wir hauen hier ab.
So, mir reicht's jetzt. Nichts wie weg hier. Ja, lass uns hier schnell verschwinden. Vielleicht noch eine kleine Sache, die ich dir sagen muss, bevor wir ablegen. Ach ja? Was denn? Nun, ich weiß, ich kann manchmal ein Biest sein und... Naja, ich sag das auch viel zu selten, aber... Ja? Gut gemacht, mein kleiner Held. Oh Mann, ey. Niedlich. Aber wo zum Henker wären die Gargoyles gewesen? Vielleicht habe ich auch einen Bug gehabt. Oder wir finden vielleicht noch eine Insel an. Keine Ahnung. Oh, wie schön. Oh, ist doch schon vorbei. Tschüss. Jetzt ist es echt schon vorbei. Ich dachte, wir dürfen wirklich noch zurück zur Insel der Diebe. Naja, das werden sie dann schon richten. Bin jetzt aber echt am Überlegen, ob wir dann noch Risen 3 probieren anzufangen. Aber mal zu diesem Spielchen hier, ne? Mein persönliches Fazit. Ihr wisst es ja, ich bin ein unfassbarer Fan von Gothic und natürlich jetzt auch von Risen. Wie gesagt, ich schwärme ja auch schon seit Tagen von Alex. Ich freue mich ja wahnsinnig schon drauf. Ich möchte auch gern Risen 3 zocken. Bin allerdings sehr mit mir am Kämpfen, ob wir versuchen, das jetzt schon zu machen. Dass ich dann später einfach 2 Let's Plays habe. Es ist halt viel Arbeit für mich, weil ich nicht so viel Zeit habe, aber vielleicht kriege ich es hin. Ich probiere es einfach mal. Ich werde dann gleich mit Risen 3 starten. Ich kann nicht anders, ich muss wissen, wie es weitergeht. Und werden dann natürlich, wenn Alex da ist, auch mit Alex beginnen, das ist eh ganz klar. Werde allerdings das Let's Play ein paar Tage später hochladen, weil ich unter der Woche nicht so Zeit habe, Let's Plays zu machen, zwecks meinem Vollzeitjob. Aber dafür Wochenends wird durchgestartet. Da nehme ich mir auch nichts vor. Samstags und sonntags, und da wird nur Let's Plays gemacht, dass ich auch wieder Spazi habe, und dann werde ich mal für die erste Zeit wahrscheinlich 2 Let's Plays pro Tag hochladen. Also einmal Risen 3 und einmal Alex, glaube ich, das werden wir so machen. Und ja, wie gesagt, ich bin ein wahnsinniger Fan dieser Spieleart, dieser Spielereien, alles was Bethesda anfängt. Boah, Bethesda sage ich, Piranha Bytes, Entschuldigung. Ich bin leicht verwirrt. Alles was Piranha Bytes angeht, anpackt, angreift, macht, vollendet, perfektioniert, auf ihre Art und Weise zusammenschustert, das ist Wahnsinn. Also ich habe ja auch schon ein paar Kritiken über Alex gelesen. Es soll ja den Charme von Gothic haben, von Risen haben, also somit wird es definitiv schon gekauft. Es ist mir komplett wurscht, ob es jetzt grafisch mit 4K fährt oder nicht. Grafik interessiert mich nicht so sehr, ich bin mehr der Geschichte-Fan. Also was das Herzblut des Spiels betrifft. Wie die Charaktere sind, ob man spüren kann, dass so eine Figur auch lebt. Nicht nur von der Gestik und von der Mimik her, sondern die Art und Weise, wie die Stimmen auch sind. Ich hoffe, dass es wieder dieselben Synchronsprecher sind, die wir schon kennen von den Gothic und Risen Spielen. Das würde mich sehr freuen. Da hat man auch gleich wieder was Vertrautes. Ja, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Ganze, auf die Zukunft. Und jo, wer sich auch mit Risen und Gothic anfreunden kann, ich habe jetzt eh schon ein paar Let's Plays dazu, kauft euch das Spiel. Es ist auf jeden Fall immer wieder spielenswert. Ich habe es jetzt nicht zu 100% geschafft gehabt. Ich weiß auch nicht, wo die Gargoyles sein hätten sollen. Ich habe keine Ahnung, wo der Talisman ist und was hat mir noch gefehlt. Naja, das Auriculki haben wir ja eh geschafft gehabt.
Irgendwas war noch, glaube ich, ne? Eine Waffe war noch nicht fertig. Also die drei Quests haben mir gefehlt. Ein Schatz hat mir noch gefehlt, also ein legendärer Gegenstand. Also der zweite wäre der Talisman gewesen. Ein legendärer Gegenstand und 4 Crewmitglieder. Vielleicht machen wir mal ein Replay zu dem Ganzen. Vielleicht finde ich dann die fehlenden Sachen an. Aber fürs Erste möchte ich gern das Spiel so ausklingen lassen. Es war ein schönes Finale. Und ich bin gespannt, wohin uns die Reise als nächstes führen wird. Jo. Also was halt Risen betrifft, ne? Der Dreier. Haben durch das Spiel schon. Ich muss es nur noch Let's Play fertig kriegen. Jo. Ich freue mich auch schon wahnsinnig drauf. Ich bin überlegen, ob ich es gleich im Anschluss schon aufnehmen tue, wenn ich es hinkriege. Mal schauen. Jo. Wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch das Let's Play gefallen hat. Ich entschuldige mich abermals für meine Fails, für meine Versprecher, für meine Ausraster. Ja, manchmal gehen halt die Gefühle mit einem durch. Ganz besonders, wenn es um Garcia geht, ne? Jo. Wie gesagt, ich finde, das ist ein tolles Spiel. Ich mag den Spielestil. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber zum Glück gibt es ja viele verschiedene Spielevarianten, nicht nur rollenspielmäßig, sondern auch überhaupt andere Genre. Also somit ist eigentlich für jeden irgendwas dabei, was einem Spaß macht. So soll es ja auch sein, ne? Jo. Die Musik ist ja auch so cool. Ich mag die so. Wow. Ist so schön. Aber ich glaube, es war gar nicht mehr so verkehrt, den Talisman, also ist mir das Wort entfallen. diese Halskette halt, ne? Anzuziehen. Vielleicht hat es wirklich geholfen, dass wir weniger Damage bekommen haben. Ansonsten ist einfach unser Equip schuld und was wir schon gelernt hatten. Und auch halt der Schmerztöter. Ich hatte wirklich Sorge, dass wir eventuell zu schwach sein könnten für den Kampf, aber es hat gut hingehauen. Ja, es hat sogar sehr gut hingehauen. Wenn man bedenkt, dass uns früher der Versunkene schon den Hosenboden aufgerollt hat, ne? Und jetzt haben wir einfach mal so 2, 3 von denen umgehauen, ein paar Seeteufel dazu und Leviathane und Mara selber. Ist ein bisschen OP, ne? Ja. Na, passt. Na, schön. Ist ja auch, das mag ich ja auch sehr gerne, ne? Am Anfang fühlt man sich wirklich wie der größte Loser auf der ganzen Welt, ne? Da hat man echt das Gefühl, so ein Windhauch haut uns um. Da kommt mal so ein, in dem Fall ein Feuervogel auf uns zu und hackt uns mal weg, ne? Kann schon mal passieren, vor allem wenn ein zweiter dazu kommt. Aber man spürt dann mit jedem Level up, was man hat, oder in dem Fall mit den Ruhmpunkten, mit den Attributen, die man lernt, die Fähigkeiten, die man lernt, wird man immer stärker mit dem Equip, was man sich kaufen kann, hält man immer mehr aus. Es ist halt schön, man fühlt sich dann zum Schluss hin wirklich wie ein Held. Das mag ich auch so wahnsinnig gerne an Gothic und Risen. Oh, schön, ein Gruppenfoto. Oh, wie toll. Na, supi. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Naja, nicht alles, aber ist schon okay. Okay? Nur okay? Weißt du eigentlich, was ich alles durchgemacht habe? Ha, dann frag doch mal die anderen. Du warst nicht alleine, mein Freund. Ja, ja, schon gut. Siehst du, das ist immer das Problem mit euch Männern. Ach komm, jetzt hör schon auf. Das will doch jetzt nun wirklich keiner mehr hören. Außerdem trinkst du immer noch zu viel. Das Zeug macht mich wieder fit. Mhm. Ja, klar. Und stinken tust du auch.
Wie ein altes Rumpfass. Ist mir egal. Aber mir nicht. Ach, ich gebe auf. Ich gehe unter Deck. Mistkerl. Das habe ich gehört. Ist doch wahr. Komm schon, sei wieder lieb. Ich überlasse dir auch das letzte Wort, ja? Und was ist, wenn ich das gar nicht haben will? Hey! Das letzte Wort. Ah, schön. Na, sehr schön, das Spiel. Wirklich, gefällt mir sehr, sehr gut. Hut ab, liebes Piranha Bytes Team. Spitze, spitze, spitze. Ich freue mich auf Teil 3 und auf Alex selbstverständlich. Na gut, ihr Lieben. Das war's mit diesem Let's Play. Vielen lieben Dank, wirklich von ganzem Herzen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen, dass es euch gibt, dass ihr Gefallen an diesen Projekten hier findet. Vielleicht auch die Liebe zu diesen Spielen entwickelt und sie vielleicht auch selber zocken möchtet, vielleicht auch mit dem Wunsch, zu 100% zu schaffen, was mir nicht so gelingt. Aber ja, der Sinn und Zweck ist ja eigentlich für mich, euch zu zeigen, wie die Geschichte des Spiels ist, vielleicht auch das eine oder andere versteckte Geheimnis zu entlüften. Auf jeden Fall das Wichtigste, euch damit eine Freude zu machen. Ja, wie gesagt, ich versuche jetzt noch schnell Risen 3 startklar zu kriegen. Vielleicht schaffe ich es heute noch, den ersten oder zweiten Part zu machen. Und selbstverständlich werde ich das noch auf YouTube dann hochladen in den nächsten Tagen. Und wenn Alex da ist, werden wir selbstverständlich auch mit Alex unseren Spaß haben, auf das ich mich auch schon sehr, sehr, sehr freue. Und ich glaube, ich bin auch nicht die Einzige, die sich darüber freut. Okay, ihr Lieben. Nochmals vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, für die ganzen Tipps und Tricks, die ihr mir zukommen habt lassen. Fürs Wachsen und Gedeihen unserer Community, auch an alle, die noch dazukommen werden zu uns. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei unserer kleinen, ehrlichen Piraten-Crew. So, jetzt habe ich das schön versemmelt. Und ja, was bleibt mir noch anderes zu sagen, als euch von Herzen einen schönen Tag, einen schönen Abend zu wünschen. Euch beim nächsten Projekt jetzt schon mal herzlich willkommen zu heißen und mich aufrichtigst nochmals bei euch zu bedanken, auch an Piranha Bytes für die Entwicklung solcher spitzenmäßigen Spiele, die mir persönlich halt so super toll gefallen. Und ja, wir hören uns dann somit beim nächsten Projekt hier auf meinem Zockerbraut-Kanal. Und bis dahin, ihr Lieben, alles Liebe und Gute und Tschüssi.